Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute Abend auf Twitch bei FUMS. Wir zocken wieder Football Manager 21. Weiter geht's mit Schalke hier heute. Mein Name ist Max Fritsching, digital wie immer. Neben mir, dieser Mann hier, Michael Strohmeier, hallo. Servus, grüezi und hallo, liebe Freunde. Oder sollte ich besser sagen, weil es ja schon ausgelöst wurde? Ja, also, meine lieben Freunde, hallo. Ich wünsche euch heute beim Fußballmanager. Ich war ja selber lange Fußballmanager. Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich weiß, wie die einzelnen Charaktere, die einzelnen Spielertypen miteinander funktionieren müssen. Ja, das habe ich alles gelernt und ich habe das alles durch. Ob das sind Querulanten, das sind Mitläufer. Du hast alles dabei. Was wollte ich sagen? Ich bin schon wieder völlig aus dem Konzept gekommen. Ja, wie dem auch sei. Liebe Freunde, Prost, sehen wir, wie wir das wissen. Immer schön hier, schön S04 Gläschen dabei. Ne? Muss ja sein. Prost in die Runde. Wir fangen an gegen Union als nächstes. Kleiner Scherz. Diesmal geht es wirklich weiter. Ich habe es jetzt einfach gekauft. Ich habe es einfach gekauft. Ich so, ja, das ist richtig. Kleiner Spaß, wir beginnen natürlich mit dem Derby. Zweiter Spieltag, oder? Oh, ja, nee, also es geht tatsächlich diesmal an der richtigen Stelle weiter. Ich habe sogar wirklich schon ein bisschen vorgearbeitet hier. Ich habe heute Nachmittag schon mal ein bisschen unsere Taktik geordnet, unsere Spieler geordnet, ein bisschen den Verein geordnet hier und die Taktik ein bisschen aktualisiert. Das habe ich alles schon vorher gemacht. Also wir haben im Moment das Problem, dass uns zwei wichtige Stützen verletzt ausfallen. Nämlich der Klünter-Sohn auf der rechten Verteidigerseite und Omar Mascarell, unser Äquatorial-Guinea, der kongeniale Partner von Suat Serdar im zentralen Mittelfeld ist. Die beiden fallen im Moment verletzt aus, die müssen wir ersetzen. Das haben wir jetzt mal gemacht hier mit Yannick Haberer, der ständig aggressiv ist, neben Suat Serdar. Und leider auf der Rechtsverteidigerposition sind wir schwach besetzt, da müssen wir Frau Ludewig einsetzen. Der nicht so gut ist, aber wir haben keine andere Wahl. Der muss. So, los geht's hier. Am Bruchweg. Also, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal nicht hier das 1-0 kassieren. Das ist erstmal das So, Wichtigste. schön nach außen gedrängt, wo keiner ist. So, Mateta. Ja, Kopfball. da sind wir aber da. Da waren wir mit 4 Mann bei Mateta. Das finde ich angebracht. Das. So, jetzt müssen wir da, jetzt müssen wir da mal reinkommen in den 16er. Wir haben ja gesagt, wir wollen geduldig spielen und das sieht gut aus. Ja! Da ist es schon. Raman! Rabalabadingdong! Da ist es schon. Max möchte einfach geduldig mal rein und schon passiert's. Ja, natürlich, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das kann man nicht überstürzen hier. 4. Minute, so sieht's mal aus hier. Wird Gramotzes noch diese Saison entlassen? Das wäre hart, ey. Rudi hat gut 16 Millionen gekostet, alleine an Ablöse. Ja, den könnte man mal wiederholen. Der ist momentan Das wieder gut in Form. ist einer für Schalke. Ja. Also ja, tatsächlich, im FM habe ich da jetzt schon so ein bisschen drauf geschielt, dass wir nächste Saison Rudi und McKennie zurückbekommen, weil die würden uns natürlich hier enorm verstärken im zentralen Mittelfeld. Oh, Ja, ich gehe mal durch die Mitte, oder? Nee, was macht denn Fährmann da? Warum kommt er denn nicht raus? Ich habe jetzt gerade auf den Chat geguckt. Leute, das ist Ja. scheiße. Das ist scheiße. Ja, aber wer war es denn? Ja, da haben wir in der Mitte nicht aufgepasst. Da konnte einer kompletten Pass durchspielen. Ich weiß nicht, wer da Ja, die dann Schuld schießen wir jetzt hatte. halt nochmal zwei Buden und dann ist gut. Dann machen wir den Sack zu. Rausgeschultert. Oh, schieß! Oh, Vinicius. Ja, geduldig, geduldig. Oh, Haberer. Kopfschlag rein, das Ding. Schade. Und jetzt. Oh, komm. Ey, Leute. Mach den fester. Och, da passen wir nicht mehr auf. Mensch, Leute, ey. Meine Fresse, ey. Ja, also das ist wirklich, das Ja. geht gar nicht. Also da sind wir nicht handlungsschnell genug. Da den Abpraller nicht zu kriegen. Ja, ganz ehrlich, es wird nicht so sein, dass Schalke uns feuert, vorher gehen wir, weil die Mannschaft keinen Ja, Bock hat. ja, ja.
Fährmann deckt Neururers Gefühlsausbruch auf. Sag mal, was ist denn mit dem verkehrt? Ja, ab in die zweite Mannschaft. Ralf Fährmann erzählte, wie Trainer Peter Neururer bei Schalkes Niederlage gegen Mainz in der Bundesliga das Team in der Kabine gefangen hielt. Puh, was ist denn hier los? Der routinierte Torwart. Und dann hat er sich eingeschissen und gesagt, niemand verlässt den Raum und alle so. Der routinierte Torhüter verriet, dass Neururer über die Leistung des Teams völlig aufgebracht war und er seinem unbändigen Ärger in unmissverständlicher Weise. Das stimmt doch gar nicht. Sag mal, was erzählt der Mann denn da? Wir haben doch niemanden eingeschlossen. Was ist denn hier los, ey? Also, sag mal. Da wird jemand absolut suspendiert. Kelke, erstmal auf Trainerlehrgang SCF, folgt uns jetzt. Liebe Grüße, schön, dass du da bist. So, Einzelgespräch. Schneider ist verunsichert, ja. Spieler kritisieren. Verhalten kritisieren, würde ich sagen, oder? Ja. So. Fährmann sagt, sie wollten mich sehen. Kommen wir gleich zur Sache. Oh, der ist kurz angebunden, der Mann. Aber der ist noch sehr glücklich jetzt. Was soll das alles? Also, sie müssen ihr Verhalten verbessern, denn es stellt den Verein in einem schlechten Licht dar. Bitte zwingen Sie uns nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Wir wollen hier mit Ihnen erfolgreich sein. Sie müssen ihr Verhalten überdenken, so langsam nehmen sie einen schlechten Einfluss auf die Spieler, mit denen sie im Verein eng werden verhandelt. Und dabei, was machen wir? Mit dem Finger zeigen, heranwinken. Ja, ich würde sagen, ganz unangenehm. Komm mal ran. So, sie haben Fährmann herangewunken. Seine Körpersprache blieb jedoch unverändert. So, ich würde sagen, wir sagen das Erste, oder? Sie müssen ihr Verhalten verbessern. Danach wird Fährmann in den Kofferraum vom Panamera gesteckt, schreibt Focke 13. Das ist nicht so. Run now ist der Hashtag, der hier gefordert wird. Jetzt ist er geknickt. Er sagt, ich gebe immer mein Bestes, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Ich fände es besser, wenn ich vom Trainerteam mehr Unterstützung bekäme, anstatt kritisiert zu werden. Ja. Machen Sie wenn sich sie nicht bewusst! Nee. Wenn sie nicht erkennen können, was sie falsch gemacht haben, muss ich mich ernsthaft mit dem Gedanken befassen, sie zu verleihen. Ja, so, finde ich auch. Ja, es tschüss. Ist er erfreut. Okay, Sie haben recht, das verstehe ich. Gut, dann bis später. Okay, Bro. Okay. Alles klar, er hat's gemerkt. Schön am Schlafittchen gepackt. Ja, aber richtig schön am Hals. Dem haben wir jetzt richtig die Meinung gegeigt. Ja, kurz mal, kurz ein Joke. Ja. Okay. Okay, der meint's ernst. Okay, der meint das. Ja, aber vielleicht sollten wir ihn jetzt spielen lassen, weil ich meine, wir haben ihn jetzt zusammengefaltet und er hat es akzeptiert. Na komm, geh mir nicht um Sack, Mascarell. Komm, bis zur Halbzeit schaffst du ja wohl mit deinem angeschlagenen Handgelenk. Du sollst mit den Füßen spielen, nicht mit der Hand. Ja, vor allem Bänderdehnung im Handgelenk. Machst du Tape drauf? Eben, Eispray, Arsch geleckt. So, der angeschlagene Mascarell mit dem Fuß, überraschenderweise. Doppelpass mit Serda. Ja gut, der muss halt auf den Fuß ausweichen jetzt. Da bleibt ihm nichts anderes. Oh, sehr übrig. Guter Ball auf Otschipka. Jetzt rein das Ding, komm. Vinicius, Harit, Paciencia! Ja! Der englische Paciencia. Ja! Boah! Wichtig. Überlegenheit umgemünzt, wichtig. Ein bisschen dynamischer. Nein, Uwe muss rein. Ja gut, dann halt Uwe. Das war ein Scheißpass, abgefangen von Kluivert. So, den müssen wir jetzt stellen. Leute. Serdar arbeitet nach hinten. Dräng ihn nach außen. Amolo! Was macht der? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it. Ich sag's, wie es ist, Freunde, wir haben ein Torwartproblem. Aber jetzt haben wir eine Druckphase der Leipziger. Oh, Sörloth verletzt wieder rein. Offensichtlich kurz behandelt. Ach nein. Max. Das ist enttäuschend. Das ist enttäuschend. Das tut weh. Wir haben das grau-grün. Ja. Das passt ja auch zu unserem Spielstil, ne? Ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Das stimmt. Was macht der Torhüter? Was macht Renno da? Ja, das lese ich schon im Chat, da muss ein Langer ins Tor. Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt hier noch den dritten reinbringen, ey. Boah, wie hat er den denn angenommen? Ach, keine Ahnung. Was macht? Das ist doch.
Also, jetzt, wenn ich richtig abrante, wird ein Tor für uns passieren. Aber was machen wir? Das ist doch kein Fußball. Das ist nichts. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Kein Fisch, kein Fleisch. Ja. Boah. Jetzt legen wir mal eins nur hinten. Jetzt machen wir ein 2-1 draus. Ganz einfach. Ja. Wir können einfach nur nicht mit Führungen umgehen. Oh, sehr guter Ball. Yes. Vinicius. Ja! Sag ich doch! Sag ich doch! Frag ist mich doch! Mann. Dann sag ich's dir doch! Frag mich doch! Bei Bett 365 steht schon 2-1 für Hertha. Ja, klar. Oh, oh, oh. Ey! Das kann doch nicht sein! Matthew, leck ihn mich doch am Arsch! Ja, leck ihn mich doch am Arsch, ey! Wir müssen, also gleich im letzten Spiel des Streams müssen wir noch den Turnaround hier schaffen. Ach komm. Also wir spielen gerade die letzte Saison da. Gut gestartet und in der Rückrunde alles verlieren. Ja, genau, jetzt werden hier schon es drei Stürmer. Original gebaut. Die letzte Saison. Also Owuwu von Anfang an, sagst du? Ja. Und Sidi. Und ja, Vinicius raus jetzt? Ja, Sidi wurde gefordert. Dann nehmen wir Rahman raus. Dann spielt er halt auf der anderen Seite. Kann er auch. Ja. So, Vinicius. Jetzt! Yes. Ja! Ja! Wer, wenn nicht er? Stark. Pfeif ab, Mann. Es reicht. Sehr gut, der Sidi dazwischen. So, Arid, Ball festmachen jetzt. Haberer, nochmal auf Sidi. Mascarell. Och, warum denn so ein Ding da rein? Macht keinen Scheiß jetzt. Jabo. Oh. Komm, spiel nach vorne. Mach einen Ball fest. Pfeif ab die Scheiße jetzt. Ich werd wahnsinnig hier. Oh, rausgeschultert. Komm. Ja! Ja! Da ist das Ding! Power Ciao, ich küsse eure Augen im Stream natürlich. So, liebe Grüße, Power Ciao, schönen Abend noch. Ciao.